Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession mit mir, The Firestorm LP, zu einem alten oder älteren Spiel, Assassin's Creed Brotherhood. Und wir sind hier stehen geblieben, um noch ein paar Aufträge zu machen. Und zwar frage ich mich gerade, welche Aufträge. Ich glaube, es waren Kurtisanen und Diebesaufträge. Aufträge. Und zwar sind es hier noch zwei Diebesaufträge, die wir auch direkt mal machen werden. Ich gucke gerade, ob ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe gerade oder ob ich nicht nur so behindert war. Also, so viel kann ich sagen. Video läuft. Genauso wie Audacity läuft auch. Sehr gut. Und somit können wir fortfahren. Wir machen hier die Diebesmission jetzt. Mal gucken, was so dabei läuft. Ich hoffe, es ist nicht so rennmäßig. Bin ich nicht so der Pro drin. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Es gab. Oh, hier oben ist der Dieb. Er ist doch nicht hier oben. Das ist natürlich dumm. Jo, was geht? Wir haben eine stillschweigende Übereinkunft mit den Armen in Rom. Wir bestehlen sie nicht und sie verraten uns nicht. Aber die Cento Occhi schikanieren diese Leute. Ihre Banditen patrouillieren heute über den Dächern Roms. Falls sie verschwinden, niemand würde sie vermissen. Klassenkampf. Die Cento Occhi Banditen jagen, die auf den Dächern patrouillieren und die Armen schikanieren. Pistole? Soll alle mit der Pistole killen? Nein, bin ich nicht. Okay. Damit hätten wir schon mit den ersten. Und schon sind wir beim zweiten. So, damit hätten wir auch jetzt den zweiten. So, damit hätten wir das geschafft. Erinnerung an Christina verfügbar. Oh mein Gott. Wir können eine neue Christina-Mission machen. Es kommt jetzt plötzlich alles auf einmal. Ist mir ja gar nicht recht, eigentlich. Einen neuen Assassin, theoretisch, oder? Wir haben jetzt ein paar Siebener hier noch. Können wir ein bisschen an Aufträge verteilen.
77%. Okay. Erstmal hier. Wir sollen erstmal nicht mehr gesucht werden. Das ist schon mal vorteilhaft. Dann machen wir jetzt hier direkt die nächste Diebesmission. Wir kriegen so viele Missionen reingedrückt, sozusagen. Wir haben jetzt schon wieder die neue Christina-Mission, können wir machen. Natürlich auch machen wir, das ist klar, ist logisch. Also, besteht kein Zweifel daran. Hier bist du. Ezio Auditore? Ich dachte, ihr seid jünger. Wie kann jemand eures Alters so flink sein, wie alle sagen? Beweist es! Nein. Junges Herz. Den Herausforderungen im eigenen Rennen besiegen die Strecke in weniger als 60 Sekunden. Vollendet, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ist mir jetzt, aber in solchen Sachen ist es mir völlig egal. Oh Mann. Kann man mal ein paar mehrere Versuche brauchen, gegebenenfalls. Oh. Oh, no. Na, super, ich bin schon mal falsch gelaufen. Ja, das ist mir völlig egal. Oh Gott. Okay, ich krieg's nicht hin, ich hab zu lange gezögert. Ihr habt zu. Ah, 2 Sekunden hätte ich mehr gebraucht. Dann hätte ich es geschafft. Hab zu lange gezögert. Ich war echt schlecht. Ich bin echt aus der Übung. Aber jetzt dürfte es klappen eigentlich. Meine Güte, bin ich schlecht geworden. Kann ja gar nicht sein. Ja, komm, jetzt mach. Ja, so. Immer so lange braucht bei den Attentaten.
Ich töte alle, die hier durch wollen. Und? So. Okay. Ah, vielleicht habe ich doch wieder zu viel Zeit. Ja, ich habe wieder zu viel Zeit vergeudet. Also sag mal, 3 Sekunden mehr, weißt du, wünschen, was bringe ich. Lauf jetzt einfach nur durch. Ist mir jetzt auch egal, was jetzt passiert. Jetzt geh doch hoch! Was machst du denn? Ey! Ey, super, ey, weißt du, nochmal neu. Weißt du, dann bleibt der einfach hängen, ja? Das ist ja schon mal richtig asozial, ja? Dann ist natürlich auch dagegen kein Kraut gewachsen, Mann. Aber ich lass das mir auch nicht gefallen, ja, dass ich das jetzt nicht schaffe. Ja, das ist mir meine Fresse. Ich töte alle, die hier durch dieser Mantel. Wartet einen Moment. Dobbel! Hast du dich in dieses Loch verkrochen? Es gibt keine. Da! Jo, scheiße. Aber jetzt habe ich zumindest 20 Sekunden Zeit. Zumindest habe ich es geschafft, auch wenn es nur 50% sind. Na, ist mir jetzt völlig egal. Geh mir besser aus den Augen. Hey, warum kommt ihr mir so bekannt vor? Assassinen-Zeremonie können wir ja auch schon machen. Das ist natürlich auch bravourös. Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Rioni und die meisten Läden der Gildemitglieder. Oh, was machen wir jetzt? Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir machen was ganz Bestimmtes. Aber ich habe meinen Plan geändert.